Was habe ich jetzt gemacht? Mit E. Mit E. Das ist so die einzige Taste, die ich nicht benutze. Oh, das ist... Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir sind hier bei Batman Arkham Knight. Und es geht wieder los mit dem Dazwischengequatsche. Das ist natürlich die richtige Begrüßung, weil der einfach nicht die Fresse halten kann, der Junge. So. Oh, das ist gruselig. Da hat wohl jemand Feng Shui für Serienmörder gelesen. Du wiederholst dich, das hatten wir in der letzten Episode schon. So, liebe Freunde, kleines Vorwort. Verzeiht mir, wenn ich ein wenig komisch klinge, ich bin noch etwas erkältet. Deswegen auch jetzt erst das Video. Ich hoffe, das geht langsam weg. Zum Herbst hin immer so eine scheiß Umstellung. Kratzen im Hals. Macht selbst das Rauchen keinen Spaß mehr. Aber genug dazu. Wir wollen mal ein paar Rätsel wieder lösen. Ich stelle mich jetzt mal wieder auf dieses ominöse rosa Fragezeichen. Und es passiert nichts, meine Damen und Herren. Scheiße. Gut, okay. Der hat seine Hausaufgaben wohl nicht gemacht. Ein Licht. Kreide. Ich muss hier bestimmt irgendwas drücken. Du bist grün. Ich habe eine Idee. Ich muss mal das Ding hin an hier. Ach so, zuerst darauf. Die andere Seite. Ja, immerhin. Der soll ein blau. Ja. Jetzt muss ich. Hallo? Ne, die Bettklaue will ich nicht aktivieren. Jetzt geht es wieder darum, dass ich zu Dingens wechseln soll. Wie wechsle ich denn jetzt nochmal zu dieser Kack-Catwoman? Bin ich jetzt doof? Ja, Batmobil-Fernsteuerung. Die will ich jetzt haben. Das kann mir bestimmt helfen. Ich renne nochmal zu der Tussi hin. Okay. Ich könnte jetzt natürlich schnell eine alte Folge von mir gucken. Um diese Kack... Ich bin auf die Taste eh schon mal gekommen. Ich probiere... Ich habe eine Reihe von Diagnosesimulationen erstellt, mit denen die Funktionen Ihres Anzugs und des Batmobils getestet werden können. Wählen Sie das entsprechende Programm, dann zeigt der Batcomputer... Nee, ich wollte jetzt nichts testen dergleichen. So, das ist das. Wie zum Teufel? Leute, ich krieg hier einen Rapper, ne? Ich krieg hier so einen Zapper. Z. Ego-Perspektive, schön. Die ganzen Tasten sind's aber nicht. Was soll ich denn drücken? Kombination? Ich gehe in die Option rein. Leck mich doch. Hier steht jetzt nicht. Drücken, halten. Ducken. Zoom. Ausrüstung benutzen, zuschlagen. Alter, ich raste hier aus. Batarang. Kann ich vielleicht gar nicht auf die zusteuern gerade? Stimmsynthesizer. Den brauche ich nicht. Ich raste hier aus. Ich will keine Rauchbombe. Ich krieg's nicht hin.
Was habe ich jetzt gemacht? Mit E. Mit E. Das ist so die einzige Taste, die ich nicht benutze. Oh, das ist E. Okay, es geht weiter. Gut, Catty. Dann begib dich doch einmal bitte auf diesen rosa Platz da und wackel nicht so mit dem Arsch. Oh, großartig. Noch mehr Fallen. Als wäre die Halskrause nicht genug. Batman, Catwoman. Keiner von euch kommt da wieder ohne die Hilfe des anderen raus. Hä? Hey. Willst du mir jetzt irgendwas sagen? Ich habe hier 5 Schalter und die ödeste Lichtshow der Welt. Und du? Dasselbe. Ja, Betty, aber irgendwas müssen wir ja machen können. Ups. So, jetzt ist wieder das Rätsel, wie ich jetzt hier rauskomme, oder was? Also ich glaube, ich muss irgendwas mit diesem super tollen gelben Teil machen da hinten. Ich weiß aber noch nicht genau mit wem. Sie hat natürlich diese Supervision nicht. Okay, das bringt mir alles nichts. Haken kann ich nicht benutzen. Das heißt, ich werde mal auf den Battle-Rank umsteigen. Eins, drei, fünf, zwei, vier. Ach, warte mal. Eins, drei, eins, drei, fünf, eins, drei, fünf, zwei, eins, drei, fünf, zwei, vier. Warte mal. 1, 3, 5, 2, 4. Wo kann ich das denn jetzt eingeben? 1, 3, mehr von gebastelten 2, 4. Tja, sieh an, das wäre geklärt. Ihr beide seid nicht gleichermaßen dumm. Glückwunsch, Catwoman. Batman, du hängst hinterher. Ja, ja, warte mal ab, warte mal ab. Ich muss ihm das ja nochmal sagen. Was haben wir hier? 3. 1, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 5, 2, so, 3, 1, 4, 5 und die 2. Dem. Oh, dunkler Rächer. Ich kann kaum die unglaubliche Freude beschreiben, dich über die einfachsten Ratespiele verzweifelt zu sehen. Ich entschuldige mich bei dir dafür, keins gestellt zu haben, dass du mich schlagen kannst. Hier, warum lässt du deine Frustration nicht an meinen automatischen Helfern aus? Bam. Na schön, du hast einen weiteren Schlüssel verdient. Ja, das hast du dir nicht so... Die ganze Nacht so weiter, oder? Oh, Pippi, ich glaub mir... Glaub dir, dass du was Besseres vorhättest mit diesem... Knackarsch. So. Das kann nicht Selina sein. Wenn das Selina ist... Kann ich das noch nicht so ganz registrieren? Ich habe die jetzt noch gerade mit ihren kleinen Krause-Locken und ihrer bescheuerten Pilotenbrille auf dem Schirm. Aus der Serie Gotham. Gut. Wollen wir rausgehen? Wir brauchen zuerst den Schlüssel. Ja, denn Betty holt den jetzt nämlich. Und zwar hier raus. Bing! Ja, wenn das mal keine Falle ist.
Das hat Spaß gemacht. Ich konnte was kaputt machen. Bist du in Ordnung? Ich bin okay. Ich brauche deine Anteilnahme nicht. Nur deine Hilfe, dieses Ding loszuwerden. Dankbar wie immer. Geht es jetzt weiter und zwar durch die Tür. Ihr zwei habt keinen Grund zum Feiern. Dunkler Ritter, den nächsten Test findest du unter dem Elliot Memorial Hospital. Der perfekte Ort solltest du vor geistiger Erschöpfung zusammenbrechen. Ja, na klar, zusammenbrechen. Sonst noch irgendwelche Fantasien? Oh, pass auf. Ich werde jetzt das Bettmobil nehmen. Und mich dann mal dort dahin bewegen. Fräulein Kätzchen kann ja nicht mitkommen, weil sie ja ihr schickes Kettchen umhat. Hey, oh. Bats! Seit wann ist Catwoman so niedlich? Muss wohl daran liegen, dass ich sie aus deinen Augen sehe. Frag sie doch nach einem Date. Du hängst immer noch an Talia al Ghul, nicht wahr? Das ist Monate her. Selbst die Maden, die ihre Leiche fraßen, haben sie bestimmt schon vergessen. Du lässt dir diese super Gelegenheit für einen Flirt entgehen, nur weil ich deiner letzten Freundin die Lungenflügel weggepustet habe? Ha! Kleiner Tipp von deinem Mitstreiter Brucey. Die Mädels hassen es, wenn du zu viel über die Ex nachdenkst. So. Dann werden wir jetzt auch mal wieder ein bisschen zur Hauptmission zurückgehen. Statt der Angst. Passt. So, wo müssen wir lang? Da hoch. Ab geht er der ins Peter. Hast du das vom Riddler gehört? Ist verrückt geworden. Noch verrückter als sonst. Ja, das kriegen wir zurzeit gerade selber mit. Ich würde jetzt eigentlich gerne mit dem Batmobil fahren, ne? Aber irgendwie kann ich es nicht rufen. Ich kann es nicht rufen. Ich drücke eh wie ein Verrückter, aber es macht nichts. Der Riddler ist jetzt wohl durchgedreht. Durchgedreht? Der Typ ist doch der Verrückteste von allen. Ist noch schlimmer geworden. Er redet nur noch über Batman. Er denkt nur noch an Batman. Er hat 3 Tage lang von Tieren gefaselt, die Fledermäuse fressen. Vor allem Eulen. Oh Gott. Was ist denn hier für ein Theaterstück los? Oh oh. Da sind ein paar Tanks. Ich sollte da nicht zu nah rangehen. Batman hat jetzt einen Panzer. Wir haben ihm wohl Angst eingejagt. Hier wollte ich gar nicht rein. Ich habe zwar kein Problem damit zu fahren, aber... versucht. Mit unseren Knarren durchlöchern wir ihn wie ein Sieb. Schusswaffen halten ihn nicht auf. So viele aber schon. Wir haben jeden Winkel im Visier. Er kommt nicht mal in die Nähe. Alfred, ich bin an der Brücke. Jawohl. Einen Moment, Sir. Ich sollte Sie wohl warnen. Es erwartet Sie erhebliche Milizpräsenz. Ist notiert. Ich habe Zugriff auf die Dateien, an denen Miss Gordon vor ihrer Entführung gearbeitet hat. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direkter Treffer mit der Wolkenkanone auf die Sensoren sollte sie mit einem Schuss zerstören. Sergeant, die Mercy-Brücke wurde heruntergelassen. Er kommt. Mamba-Drohnen aktiv und gefechtsbereit. Na, was los? Riddler zerstört! Bäm! Hat er gerade Riddler zerstört gesagt? Mamba-Drohnen-Panzerung durchschlagen! Bäm! Arkham Knight, willkommen! Verteidigung durchbrochen! Er bewegt sich nach Myagami Island! Jetzt nicht, Sergeant! Stell Straßensperren auf! Regelt die Insel ab! Eine alte Dame betete immer, dass ich nie im Gefängnis lande. Schutzverliebt hat sie ignoriert. Buh. Hier soll ich lang. Stufenanstieg, ist jetzt egal. Ich muss trotzdem wissen, wo es lang geht. Da.
Warum hat er denn das eben nicht gezeigt? Dieser Hass in deinen Augen vorhin bei Ace Chemicals. Du musst Angst haben. Ich habe mich treffen lassen. War reine Absicht. Reine Absicht. Ah, wir gehen mal ein bisschen mit in die Menge hier rein, ne? Weil ihr es ja unbedingt wollt mit euren kleinen rot-weißen Tanks. Ich habe noch einen Job zu erledigen, verstehst du? Fahrt mal mit euren Matchbox-Autos hier weg. Ey. So nicht. Ich glaube, ich sollte vielleicht den Mund jetzt nicht zu voll nehmen, weil ich doch schon ziemlich was abgekriegt habe. Ja, das ist ja auch mein Wunsch. Ich hab ihn! Ich wusste es. Ich wusste es, dass es passiert. Meine Fresse. Also wenn ich das sagen hätte, wäre das nie passiert. Forensik-Scanner. Hier lang. Halt, hier komme ich her. Meine Güte. Ich glaube, ich muss mich da mal erstmal um die Tanks kümmern. Ist das weg? Bin ich blöd? Warum sehe ich die nicht da? Oh Gott. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt er. Ich verstehe das jetzt nicht. Guck mal, ich fahre jetzt hier hin, ne? Hier hin! So, verwende den fucking Forensik-Scanner, um die Route des Militärfahrzeugs. Typen wie du haben in dieser Stadt nichts mehr zu suchen. Sie gehört jetzt uns. So, ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Ja doch, hier bin ich doch hin. Oh, Alter, ich komme hier komplett durcheinander. Jetzt zeigt mir dieses die anderen Pfeile, dass ich falsch bin. Ach, ist mir scheißegal. Was erkennst du von deinem? Das wollte ich jetzt nicht. Beute, die dich nicht mehr fürchtet. Eine tote Stadt bereit für deine... Meine Güte. Wo ist denn hier Ball hin? Ups. Forensik-Scanner. Hier verliert sich die Spur. Oder was? Wir werden eine Bombe brauchen, um seine Kralle auszuschalten. Ich komme nicht klar. Es ist da immer alles scheiße. Ich bin jetzt schon wieder komplett in die falsche Richtung gefahren. Los!
später ein großes Ding drehen. Mann, nicht so griesgrämig. Sei dankbar, dass du noch lebst. Jetzt. Alter, die wollen mich da alle verarschen. Dass ich nie im Gefängnis lande. Schätze, der liebe Gott hat sie ignoriert. Primärziel gesichtet. Nördliche Sektor von Miagani Island. Boah, Alter, wo kommt's? Drohne getroffen. Sie ist noch aktiv. Ist gar nichts mehr aktiv. Oh, ich hab hier was zu tun. Da lang. Drohnen greifen an. Treff besser. Bald ist deine Zeit abgelaufen, Batman. Wart's nur ab. Ja, ja. Quatsch mal weiter. Forensik-Scanner. Meine Fresse, wo ist denn das scheiß Problem, hier mir den Weg zu zeigen? Alfred. Das Ding müssen wir noch mal ein bisschen überarbeiten hier. Das hat ja nur... Ja? Hui. Hallo. Na? Gibt's hier Dunkin' Donuts? Ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche. Boah, da noch einer. Stehen die hier zu dritt? Gruppentreffen oder was? Rattler getroffen. Oh, lalalala. Kennt ihr noch, das Moorhundschießen? So ein bisschen kommt es mir hier so vor, wie das damals. Streck die Köpfchen hoch, fliege mal durchs Bild. Das sind ja auch Trottel, du Idiot. Das sind ja auch einfach nur Trottel. Die passen gar nichts. Drohneneinheit am Krankenhaus zerstört. So, jetzt habe ich mich aber wieder... Eine Verbindung, Sir. Erwarten Sie geringen Widerstand, Sir. Ich kann nicht weg. Das Gerät wird explodieren. Uiuiui. Jetzt kommen die Ficker wieder. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt gerade falsch gemacht habe, aber... so ein bisschen in der Unterzahl vor ihr. Alter, fick die Hände, du dreckiger Kackspaß mit deinen... Hab den Rattler verloren. Direkter Treffer bei einer Rattler. Panzerung hält. Der hat eine Drohne erwischt. Nein! Ja, das verliere ich doch wieder. Meine Fresse. Okay, ich darf nicht weg. Rattler offline. Fuck. Drohne offline. Das kriege ich nicht hin, Mann. Ich krieg's nicht hin. Sich hin. Boah, Alter, wie viele. Drohnentelemetrie offline. Schlagzeug. Begeben Sie sich wieder in Reichweite der Bombe oder sie explodiert. Boah.
Chris. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Dann wollen wir mal kontrolliert die Scheiße hier hochjagen. Gratulation, Sir. Bombe zerstört. Hör auf zu versuchen, diese Stadt zu retten, Batman. Sie ist bereits verloren. So, von wo bin ich jetzt gekommen? Ne, falsche Richtung. Alles klar. Danke für das Aufzeigen dieses Fehlers. Ja, stimmt. Diese Treppen bin ich noch nicht hochgefahren. Wo sollen wir lang? Schickt mich das Ding überall hin? Ich meine, ich muss doch hier irgendwann mal... Das Auto des Arkham Knight ist ausgewichen und da reingekracht. Ich glaube, ich muss aussteigen. Zentrale, hier spricht Falcon 4. Wir haben hier etwas. Das Auto ist leer. Der Arkham Knight muss mit Oracle abgehauen sein. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Okay, wir werden es untersuchen. Das Auto ist einfach so von der Straße abgekommen. Warum? Der Fahrer war anscheinend nicht angeschnallt. Ich sollte die Leiche suchen. Da hinten. Hier müsste liegen, da. Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Oracle saß auf dem Beifahrersitz und führte den Unfall bewusst herbei. Clever. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Wir prüfen. Ah, wir spielen hier wieder CSI, meine Freunde. Aber das Originale ist CSI New York. Nein, das will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Scan mal. Keine Beweise. Hier ist aber der Beifahrersitz. Die Tür wurde beim Aufprall abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Wo ist die denn gelandet? Ah, gut gemacht, dass ich jetzt mit der Kamera direkt rumgehen kann. Vorher musste ich ja immer noch mit Batman erst hinrennen und dann wieder Forensic-Scanner aktivieren. Also bei Arkham Origins war es so. Sauber vom Wagen gerissen. Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden sein. Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen und rausfinden, wo sie gelandet ist. Gucken wir. Da geht die Tür auf. Hier ist sie gelandet. Oracle ist also vor dem Unfall aus dem Wagen raus. Oracle hat hier angehalten. Jemand hat auf sie geschossen. Ich sollte die Einschlagstelle nach ballistischen Spuren scannen. Alter! Was machen wir hier? Die Einschlagstelle. Wo ist denn die? Da. Willst du mich verarschen? Ich hab doch gerade... Ah, jetzt.
Das Kaliber der Waffe stimmt mit der des Arkham Knight überein. Der Flugbahn- und Aufprallgeschwindigkeit nach war der Schütze in etwa so groß wie er. Aus dieser Distanz konnte er das Ziel nicht verfehlen. Ein Warnschuss. Ich habe etwas übersehen. Oracle wusste, dass sie nicht entkommen konnte. Aber der Unfall war Absicht. Sie muss einen Hinweis hinterlassen haben. Ein Hinweis. Los, ich will einen Hinweis. Keine Beweise. Wo soll sie denn hier einen Hinweis hinterlassen haben? Hat sie hier was reingeschmissen? Sicher nicht? Klar, bestimmt ist hier irgendwas drin. Nee. Ich dachte, die Armbewegung. Leute, das ist nicht, finde ich, hin, was den Oracle hinterlassen hat, als sie davon kroch. Den Hinweis. Da. Da, seht ihr das? Ich hab doch gesagt, die hat da was hingeschmissen. Ich bin doch nicht blöd im Kopf, Mensch. Oh, bitte, die hat eine Schramme im Gesicht. Oh nein. Mr. Wayne. Lucius, Oracle hat ein Störgerät am Unfallort hinterlassen. Entschlüsseln Sie die Daten, um den Standort des Arkham Knight zu bestimmen. So etwas war eher Miss Gordons Spezialität. Ich sehe, was ich tun kann, aber das wird etwas dauern. Ich treffe Sie im Wayne Tower, wenn Sie soweit sind. Alfred, ich brauche ein Update zu Gothams Fahndungsliste. Einen Moment, Sir. Gut, diese beiden hier sind neu. Ein Vermummter wurde auf einem Dach in der Grand Avenue gesichtet. Er steht neben einem brennenden Bat-Symbol. Es wäre gut zu wissen, was dieser Eindringling ist. Freund oder Feind? Es gibt auch Berichte über einen Brand in der Feuerwache von Bristol. War wohl Brandstiftung, Sir. Der Strom wurde nämlich gekappt, sodass die Sprinkleranlage ausfiel. Sie sollten das überprüfen. Okay, meine Freunde, wir haben wieder dem Riddler ein kleines Schnippchen geschlagen und werden wieder durch irgendwen unterbrochen hier. Ich werde das einfach ignorieren und werden uns natürlich jetzt wieder auf die Suche machen nach Oracle und hoffe, ihr hattet auch Spaß an der Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Falls noch nicht geschehen, auch ein Abo, um keine Folge zu verpassen von Batman Arkham Knight. Wo es hier natürlich bald weitergeht. Ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch wie immer was. Euer Gernschott.